Und das sind unsere vier Testkandidaten. Ein smarter Elektrogrill für Balkonien und ein smarter Kohlegrill. Außerdem ein Grill-Multitool und ein autonomer Reinigungsroboter. Unser Reporter Matthias und Grillblogger Manuel testen die neuen Grill-Gadgets. Gadget 1, der smarte Kohlegrill. Er soll per Knopfdruck grillen und sogar slow cooken, also Fleisch lange auf niedriger Temperatur garen. Wow, was ist denn das für ein Monster? Sieht ja aus wie eine Waschmaschine oder wie ein Tresor hier. So innen von der Form ist das ja so ähnlich wie so ein klassischer Kugelgrill, nur dieser ganze Bau drumherum. Genau, das ist eigentlich nichts anderes. Fast, denn dieser Kohlegrill braucht Strom. Der betreibt das Touchpad und die Heizspirale, quasi das Herz des Grills. Die Spirale erwärmt sich und befeuert die Grillkohle. Das Anheizen geht hier über Knopfdruck. Und nach wenigen Minuten tut sich auch schon was. Der Grill hat jetzt gerade mal 8 Minuten gebraucht. Die Kohlen glühen. Das Anzünden klappt schon mal. Aber viel wichtiger, das Grillen. Davor kommt die App zum Einsatz. Damit kann Manuel die Temperatur im Grill überwachen. Kinderleicht. Und bei den gewünschten 300 Grad gibt's eine Push-Nachricht. Zeit fürs Fleisch. Die beiden Grillfans Matthias und Manuel schmeißen Steaks und Gemüse auf den Rost. Reicht das? Der Kameramann hat da auch Hunger, oder? Ha? Hast du Hunger? Um bei so viel Fleisch immer den richtigen Garpunkt zu bekommen, helfen die integrierten Sensoren. So kann Manuel jedes Steak einzeln überwachen. Sieht ein bisschen aus wie im OP, aber wenn's hilft. Übrigens, nach dem Grillen fällt die Asche in einen Auffangbehälter und der smarte Grill kann so einfacher gereinigt werden. Das Ergebnis? Ein butterweiches Steak in nur 30 Minuten. Vom Anheizen bis zum fertigen Fleisch. Das kann sich sehen lassen. Was kann der denn jetzt, was der normale Kugelgrill nicht kann? Ganz klar, das Anzünden. Das ist ein Vorteil. Die Temperatursteuerung ist viel einfacher. Es geht schneller. Und du hast einen schöneren Rost. Und genau deswegen soll er auch der ideale Slow-Cooker sein. Garen dauert im normalen Herd gerne mal mehrere Stunden. Im smarten Grill braucht das Roastbeef bei 130 Grad angeblich nur 3 Stunden. Der große Unterschied zum Kugelgrill ist ja, dass der dick isoliert ist. Das heißt, der solle die Temperatur eigentlich richtig gut halten, konstant halten. So kann das Roastbeef schön zart werden. So lange testen wir Gadget Nummer 2. Den autonomen Elektrogrill für den Balkon. Opti-Grill, grill mir ein Steak. Okay, das kann der 150 Euro teure Grill nicht, aber er hat Bluetooth und soll selbstständig Fleisch und Fleischsticke erkennen. Für alles andere gibt's Programme. Jetzt kannst du auswählen, ob du einen Burger grillen möchtest, ein ganzes Hähnchen, zumindest laut Symbol, Sandwich, Würstchen, groß und klein, Fleisch, Fisch. Matthias und Manuel wollen Steak mit perfektem Garpunkt. Den wählen sie per App aus. Und mit der haben die beiden so ihre Probleme. Also er macht einen relativ einfachen Eindruck von der Bedienung her. Die App war jetzt nicht ganz so intuitiv. Ah, Preheating. Ah, auf der App zeigt er es auch gleich an. Vorwärme im Gange? Vorwärme im Gange. 5 Minuten. Sobald die rum sind, darf gegrillt werden. Das Besondere, der Grill hat eingebaute Sensoren. Die sollen die Dicke des Fleisches erkennen und so selbstständig die Grillzeit einstellen. Also quasi autonomes Grillen. Ach, und guck mal hier, der zeigt ja unsere beiden Gasstufen an. Genau. Und wenn das jetzt bis hierhin gelaufen ist, ist meins fertig und da hinten ist deins fertig. Kann die App wirklich den perfekten Garzeitpunkt berechnen? Ach! Hast du gehört? Ja. Fertig. Also das erste sollte fertig sein. Und wie sieht Matthias Steak nach nur 8 Minuten aus? Ja. Was sagst du? Ja, medium rare. So wie wir es eingestellt haben. Nach weiteren 3 Minuten ist auch Manuels Steak fertig. Ja, ist definitiv noch medium. Kurz vor durch, so wie wir es eingestellt hatten. Bei mir ja auch guter Gargrad, aber einfach keine Knusprigkeit.
Der smarte Kontaktgrill trifft mit gleichbleibenden 280 Grad zwar den richtigen Karpunkt. Für eine bessere Kruste hätte er allerdings eine höhere Grilltemperatur gebraucht. Nächste Chance für den Grill. Gemüse, Zucchini, Aubergine und Paprika. Typisches Grillgemüse eben. Sollte ein Grill schaffen. Also mein Stück ist weich. Aber mit Biss noch ein bisschen. Ne? Ich finde das eigentlich geil. Also das Fleisch war vom Gargrad gut, ne? Oder? Die Kruste hätte besser sein können. Das smarte Gerät grillt auf den Punkt genau, aber eben ohne Kruste. Deswegen Punktabzug. Ha! Der fuchtelt da hinten noch mit seiner Oldschool-Grillzange rum. Ich habe hier das 2.0-Modell. Da ist nämlich alles in einem. Unser nächstes Gadget, ein Grill-Multitool für 40 Euro. Quasi das Schweizer Taschenmesser des Grillens. 6 Funktionen in einem. Grillzange, Grillwender, Grillgabel, Messer, Flaschenöffner und Korkenzieher. Alles lässt sich auseinanderbauen und neu zusammenstecken. Ja, und da haben wir eine Grillzange. Aber kann man mit einer zusammengesteckten Zange wirklich grillen? Oder fällt sie auseinander? Manuel wendet, dreht und schiebt das Grillgut über den Rost. Was man eben mit so einer Zange macht. Das klappt und trotz Edelstahl wird der Griff nicht heiß. Grillgabel und Messer tun auch ihren Job. Sieht doch ganz gut aus, oder? Was sagst du zum Multitool? Spielerei oder macht das Sinn? Man kann schon nehmen. Wie gesagt, das ist ein bisschen kurz von der Länge her. Also wenn du direkt über den Grill gehen musst, da verbrennst du dir die Hände. Aber ansonsten, man kann es gut bedienen. Was echt sehr cool ist, ist die Fläche hier vorne. Damit kannst du deine Steaks oder deine Burger-Patties auch richtig schön drehen. Okay. Ja. Aber gar nicht verkehrt. Ja, für unterwegs, oder? Auf jeden Fall. Kannst schön zusammenklappen, relativ klein, passt. Das Multitool. 6 in einem. Macht, was es soll und ist ein kleines Platzwunder. Optimal für Camping, spart das Mitschleppen von Grillbesteck. Das letzte Gadget, der Grillbot. Der kleine Reinigungsroboter kostet 100 Euro und verspricht nie wieder den angebrannten Grill putzen. Das soll völlig selbstständig klappen und durch die Stahlbürsten blitzeblank werden. Und das ist sein Einsatzgebiet, ein richtig dreckiger Rost. Na dann. Einfach einschalten. Und angeblich macht der Roboter die ganze Arbeit von allein. Klappt das? Bisschen Geduld, ne? 10 Minuten. Sagt der Hersteller, braucht er, um sauber zu machen. Schauen wir mal. Der kleine rote Helfer bewegt sich selbstständig über den Grillrost wie ein Saugroboter. Durch die abwechselnden Drehbewegungen der 3 Stahlbürsten reinigt er den Grill. Klappt ganz gut, aber er ist ein wenig übermotiviert. Ohne Grillrand würde er einfach drüber hinausfahren. Ganz ohne Aufsicht putzen geht also schon mal nicht. Also man muss sagen, außenrum sieht man ganz gut, da hat er richtig sauber gemacht. Da ist er ja auch viel unterwegs gewesen, ne? Das war gut. Aber mit dem Käse hatte er Probleme. Da war er deutlich überfordert. Ja, also hier ist überall noch. Der ist aber auch sehr fester Käse, muss man sagen. Also das war schon so eine Königsdisziplin. Du hast dir Mühe gegeben, mein Kleiner. Stets bemüht, reicht aber nicht. Und auch die Bürsten sehen nach einmal Putzen ganz schön mitgenommen aus. Wir kommen wohl ums Rostschrubben nicht herum. Der letzte Test am smarten Kohlegrill. Die Königsdisziplin, Slow Cooking. Seit 3 Stunden gart hier ein Roast Beef bei 130 Grad. Schafft er das, wofür Backöfen mehr als doppelt so lange brauchen? Die Kerntemperatur passt vom Fleisch. Das Fleisch ist zart, perfekt. Und das hätte man natürlich jetzt mit dem Kugelgrill so nicht hinbekommen. Ja, war schwieriger, wie gesagt, die Temperatur zu halten. Mhm. Vor allem über die Dauer, das waren jetzt fast 3 Stunden. Mhm. Im Kugelgrill sehr schwer. Beim Garen kann dem smarten Grill also keiner was vormachen. Allerdings kostet er stolze 2.400 Euro. Dafür punktet der teure Grill durch seine smarte Technik, die mit einem Knopf den Grill anheizt. Nach getaner Arbeit gönnen sich Matthias und Manuel endlich ihr wohlverdientes Steak.